Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr den MetaTrader 4 oder den MetaTrader 5 verwenden könnt, um euer Interactive Brokers Konto über die TWS oder das Gateway handeln zu können. Zum Beispiel hier Euro US-Dollar eine Minute, ich kaufe jetzt mal ein Lot und ihr seht, es wird eine Order gleich auf der TWS platziert über 100k. Und wenn ich diese Order auf MetaTrader-Seite schließe, wird eine entsprechende Counter-Order auf der TWS-Seite ausgeführt. Oder hier unten im MetaTrader 5 eine DAO-Order, Sell Limit 1. Ihr seht, die wird hier in der TWS platziert und wenn ich jetzt hier den Preis ändere per Drag and Drop, wird er entsprechend nachgezogen. Oder wenn ich die Order modifiziere und ihr ein Stop-Loss mitgebe und ein Take-Profit, dann werden entsprechende Bracket-Orders angeheftet. Auf Interactive Brokers Seite sind ja Stop-Loss und Take-Profit organisiert in sogenannten Bracket-Orders. Die sind also gegenseitig abhängig und das sieht man an der Farbgebung und Nummerierung. Wenn ich jetzt hier wieder die Originalorder auf MetaTrader-Seite ändere, dann ändert sich ja auch hier Stop-Loss und Take-Profit entsprechend und das wird auch alles nachgezogen auf der Interactive Broker-Seite. Jetzt bestelle ich die Order mal ab und dann wird sie auch hier in der TWS gelöscht. Es werden alle Orderarten umgesetzt, auch Teilschließungen. Alles ist möglich, alles wird entsprechend auf der Interactive Brokers Seite nachgezogen. Was natürlich wichtig ist zu verstehen, Interactive Brokers ist ein Net-Account. Das heißt, hier kann man nicht hedgen im selben Symbol. Und das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel auf und dann gleichzeitig eine Short-Position, dann bin ich flat auf Interactive Brokers Seite, während ich im MetaTrader zwei Positionen habe, eine Long- und eine Short-Position. Wenn ich die Long-Position schließe, bin ich natürlich wieder Short auf Interactive Brokers Seite. Und wenn ich jetzt hier die Short-Position schließe, dann bin ich wieder Flat auf Interactive Brokers Seite. Das gilt es eben zu beachten, denn im Grunde genommen macht man bei solchen Hedging-Aktionen, wenn man also die TWS verwendet, ja, verbrennt man eigentlich nur Kommissionen. Auf der MetaTrader-Seite ebenso, aber nur, ja, damit man das sozusagen auf dem Schirm hat. Wie funktioniert das Kopieren? Ein Expert Advisor namens IB Order Copy im Knoten Expert Advisors Trade Commander, der auch mit dem Kopierer installiert wird für alle gefundenen MetaTrader 4.5 Installationen, liest alle Orders aus, die für das MetaTrader-Konto platziert werden, also für den MetaTrader-Broker, egal in welchem Chart, ja, egal aus welchem Experten oder Skript oder manuell platziert. Ich demonstriere das nochmal kurz. Ich platziere jetzt also hier im DAO eine Sell-Limit-Order und ihr seht, der Experte ist ja nur hier angeschlagen, trotzdem wird auch diese hier erfasst. Man schlägt ihn also nur einmal an. Und mittels einer DLL, die ebenfalls von dem Kopierer mit installiert wird und in den Prozess des MetaTrader geladen wird, sendet dieser Experte die Information zu dem Kopierer und der erstellt daraus Orders für Interactive Brokers. Funktioniert natürlich nur, wenn das Symbol auch hier gelistet ist und mit einem realen Interactive Brokers Contract gemappt ist. Wichtig also, dieser Experte wird nur einmal angeschlagen, er erfasst alle Orders aus allen anderen Charts, Experten, Skripts und so weiter. Also Kopierer, das bedeutet, wenn ihr euch in den MetaTrader einloggt, dann loggt ihr euch auch immer noch mit den Login-Daten für euer MetaTrader-Konto ein und nicht Interactive Brokers-Konto, denn das ist prinzipiell nicht möglich. Dafür ist der MetaTrader nicht konzipiert. Das ist ein geschlossenes Konzept. Das heißt, ihr bekommt eine kostenlose Software,
die sehr mächtig ist und ihr bekommt kostenlose Daten und dafür handelt ihr nur mit einem MetaTrader Broker. Dieses Auslesen der Orders aus dem MetaTrader ist sozusagen ein Workaround, aber wie ihr gesehen habt, funktioniert der ziemlich flüssig. Die schlechte Nachricht ist eben, dass ihr immer noch ein MetaTrader-Konto braucht. Das kann aber ein Demo-Konto sein oder ein Live-Konto, in Klammern, wir empfehlen, wie gesagt, ein Demo-Konto, weil ihr dann wahrscheinlich auf MetaTrader-Seite auch weniger Verzögerung habt beim Platzieren einer Order. Und natürlich habt ihr hier, das sollte vielleicht erwähnt werden, grundsätzlich ein kleines Delay, nämlich genau der Ping vom MetaTrader Client zum Broker und wieder zurück. Denn erst, wenn eine Order erfolgreich platziert ist, also hier erscheint, kann sie erfasst werden und dann zu dem Kopierer gesendet, der wiederum die Order dann an die TWS sendet. Also vom Auslösen der Order in MetaTrader bis zum Platzieren auf der Exchange, der Target Exchange über Interactive Brokers ist praktisch zweimal der Ping zum MetaTrader Broker plus ein kleines Delay, was vernachlässigbar ist für die Verarbeitung innerhalb des Kopiers, plus der Ping zum MetaTrader Backend und zur Target Exchange. Ja, wie macht denn MetaTrader eigentlich oder das MetaTrader Business Modell, wie machen die eigentlich ihr Geld, und zwar durch diesen künstlichen Spread. Ihr seht hier, die rote Linie ist der Ask und die schwarz-graue, ich hoffe, ihr könnt sie erkennen, das ist der Bid. Und dazwischen, der Abstand, ist ja der Spread. Und der ist bei MetaTrader-Brokern immer etwas aufgebläht künstlich. Deswegen gibt es auch kein Dateninterface, damit der MetaTrader-Broker immer die Kontrolle über die Marktdaten hat. Denn darüber macht er Profit. Ihr könnt also auch nicht die Interactive Brokers-Daten in den Chart speisen. Das ist per Konzept nicht möglich. Es gibt keine Schnittstelle dafür. Ich weiß, das ist für viele schwer zu akzeptieren, verstehe ich auch vollkommen. Man würde am liebsten den MetaTrader nativ mit Interactive Brokers verwenden. Das ist aber per Design nicht möglich. Könnte man höchstens über ein Backend machen, aber da kostet die Lizenz so ungefähr 100.000. Gut, das heißt aber auch, dass die Orders auf Interactive Brokers Seite, weil ja hier der künstliche Spread nicht vorherrscht, günstiger sind oder die Kosten eben für eine Order als auf MetaTrader Seite. Auf MetaTrader Seite habt ihr meistens keine Kommission, dafür eben aber diesen künstlichen Spread, und jetzt achtet mal hier auf den Profit. Ihr startet dann meistens in einem recht dicken Minus. Hier ist es gerade minus 9 und das müsst ihr erstmal gut machen, diese Strecke mit eurer Strategie und so weiter. Während auf IB-Seite werden euch pro 100.000 unter Forex einfach 2 Dollar kommissioniert. Hier in dieser Ausführungstabelle, in dem Kopierer, könnt ihr sehen, welchen Preis ihr bei IB bekommen habt. Also das hier ist die Preisspalte ist für IB und MT-Preis ist der Preis, den ihr bei MT bekommen habt. Also 1.13444, 1.13444 und unter IB 1.13441. Das heißt, unter IB habt ihr einen besseren Ausführungspreis bekommen und demnach 0,6 Pips gespart. Und diese Ersparnis wird natürlich je größer die Order Size ist. Denn je größer die Order Size ist, desto mehr ist auch, startet ihr hier natürlich im Minus. Und statistisch gesehen sind das natürlich praktisch Kommissionen. Und insofern fahrt ihr mit dem Copier auch wirklich, wenn ihr von der MetaTrader-Seite kommt, günstiger, wenn ihr zu Interactive Brokers wechselt, die ja auch bekannt sind, ein transparenter Broker, eben ohne Dealing Desk, da kommt ihr direkt auf die Märkte. Und die gibt es schon seit Anfang der 80er Jahre. Da seid ihr also wirklich in guten Händen. Für die Leute, die bereits bei Interactive Brokers sind, aber eben MetaTrader verwenden wollen, um ihre Strategie umzusetzen, oder einfach weil das Frontend hier sehr komfortabel ist, die haben natürlich Zusatzkosten durch den Copier. Wie werden Symbole verlinkt? Das heißt, woher weiß der Copier, welchen IB-Kontrakt er verwenden soll, wenn eine Order vom MetaTrader für ein bestimmtes MetaTrader-Symbol eintrudelt? Nehmen wir das mal hier am Beispiel Euro-US-Dollar. Hier sehen wir in der linken
Hälfte die Daten des IB-Contracts, also das IB-Symbol, die Exchange, der Type, Underlying Currency und die sogenannte Con-ID, mit der ein Kontrakt auf IB-Seite eindeutig identifiziert wird. In der Spalte MetaTrader Symbols sehen wir alle MetaTrader-Symbole, die diesem Kontrakt zugeordnet sind. Ihr könnt ja mehrere MetaTrader angeschlossen haben. Hier die grünen bedeutet, dass ein MetaTrader läuft und eben mit dem Kopierer verknüpft ist. Die Verknüpfung bzw. Registrierung geschieht einfach dadurch, sobald ihr den IB Order Copy anschlagt, diesen Expert Advisor, dann wird diese Information an den Kopierer gesendet und der registriert dann praktisch die MetaTrader-Instanz. Und grün bedeutet, dass eben dieser MetaTrader läuft. Hier an der Accountnummer könnt ihr auch sehen, welcher MetaTrader das ist. Hier oben links 521, 521, MetaTrader 4 und so weiter. Gut, also jeder MetaTrader kann aber seine eigene Symbology oder Symbolmenge haben. Und daher kann man also mehrere Symbole einem Kontrakt zuordnen. Man kann aber nicht einem MetaTrader-Symbol natürlich mehrere IB-Kontrakte zuordnen. Das wäre ja nicht eindeutig, dann wüsste der Kopierer nicht, für welchen IB-Kontrakt er die Order platzieren soll. Man doppelklickt einfach hier rein und wenn man ein weiteres Symbol hat, dann tippt man das einfach ein, Komma davor, falls schon welche drin sind, und drückt auf Return und fertig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier nichts drin stehen habe und ich platziere eine Order, Sell Limit, dann bekomme ich diese Fehlermeldung, ja, dass das Symbol unbekannt ist. Und deswegen, wenn ich es jetzt aber hier eintippe und nochmal eine solche Order platziere, dann wird die korrekt kopiert. Die zweite Sache ist, welche Order Size verwende ich? Hier gibt es die Spalte Shares per Lot. In dieser Spalte trage ich pro Symbol ein, wie viele Shares auf IB-Seite für ein MetaTrader-Lot platziert werden. Per Default sind es bei den Cash- oder Forex-Kontrakten 100.000, bei Futures und CFD sind es 1 und bei Stocks 100. Ihr könnt diesen Wert ändern, wie ihr wollt, pro Symbol. Ich demonstriere es mal ganz kurz. Euro, US-Dollar. Also wir hatten hier eben 100k für ein Lot. 100k. Und jetzt machen wir einfach mal 50k. Und wenn ich jetzt wieder eine Order platziere, dann habt ihr eben entsprechend nur 50k. Okay. Nehmen wir schnell wieder zurück. Dann gibt es noch einen sogenannten Instanz-Multiplier. Das heißt, mit diesem Multiplier, der natürlich gekoppelt ist mit dieser Shares per Lot Size, also hintereinander praktisch verrechnet wird, dieser Instanz-Multiplier ist ein ganz genereller und gilt für alle Symbole. Der ist hier, dann setze ich den beispielsweise mal auf 2. Jetzt habe ich ja wieder umgestellt auf 100.000 und dann multipliziere ich das mit 2 durch den Instanz-Multiplier und dann erhalte ich eine Order von 200k. Okay, finally gibt es noch den sogenannten die sogenannte Balance Ratio. Ich setze den Instanz Multiplier mal auf 1. Hier unten seht ihr immer den resultierenden Multiplier. Wenn ich diese anschalte, dann wird die Order Size skaliert über das Verhältnis zwischen Balance im Interactive Brokers Account und Balance im MetaTrader Account. Also hier ist die Balance bzw. Net Liquidation 956.000 US-Dollar und hier ist sie 19.596 US-Dollar und das Verhältnis aus 956.000 und 19.000 und so weiter ergibt 48 und deswegen ist 48 ein paar zerquetschte und deswegen ist die Order Size dann eben
um diesen Faktor skaliert. Das probieren wir gleich mal aus. Ich gebe mal hier oben ein 0,01 und verkaufe einfach mal. Und dann seht ihr, hier sind 48.791 platziert worden und nicht 1.000, also das mehr als 48-fache. Und auf diese Weise könnt ihr praktisch das Risiko, das ihr auf MetaTrader-Seite eingeht, replizieren für euer Interactive Brokers Account. Natürlich könnt ihr, falls die Währung der beiden Konten nicht übereinstimmt, hier im Instance Multiplier zum Beispiel noch den Wechselkurs eingeben oder eben den Kehrwert des Wechselkurs, je nachdem. Und ihr seht dann eben hier unten den resultierenden Faktor für die Order-Skalierung. Okay, ich setze das jetzt alles mal wieder zurück. Jetzt ist alles wieder normal. Diese Order wird allerdings geschlossen mit der Size, mit der sie platziert wurde. Und schauen wir noch mal kurz in die Exekution. Noch mal kurz nebenbei. Ihr habt hier wieder einige Pips gespart im Vergleich zum MetaTrader auf Interactive Brokers Seite. Jetzt möchte ich euch noch kurz zeigen, wie man einen neuen Interactive Brokers Kontrakt zu dieser Tabelle hinzufügen kann. Am Beispiel der Tesla-Aktie hier auf MetaTrader 5. Wenn ich eine Order platziere und der Kontrakt ist noch nicht enthalten oder noch nicht gemappt, dann bekomme ich ja diese Fehlermeldung. Und dann muss ich ihn eben hinzufügen. Ja, dazu gehe ich hier auf Add New IBKR Contracts und es öffnet sich ein Dialog, in dem ich zum Beispiel das Symbol eingebe. Vorher stelle ich noch ein, es ist ein Stock. Lösche die Exchange und gebe Tesla ein. Gehe auf Search und hier findet er nichts. Dann versuche ich es mal ohne E, so wie in dem MetaTrader 5. Und da spuckt er mir ein paar Kontrakte raus. Und ich wähle den Smart US-Dollar mit der Währung US-Dollar, drücke auf OK. Jetzt ist der hier unten hinzugefügt und jetzt muss ich noch das MetaTrader-Symbol hinzufügen. tsla.nas und jetzt sollte das auch funktionieren. Und siehe da, er platziert die Order und damit hätten wir den Kontrakt verlinkt. An den Kopierer kann man ja mehrere MetaTrader anschließen, wie ihr hier seht. Hier sind gerade zwei angeschlossen, ein dritter ist zwar registriert, aber der läuft nicht gerade. Ein MetaTrader registriert sich, wenn ihr einfach IB Order Copy an einen Chart anheftet. Wie gesagt, IB Order Copy nur einmal anheften, es werden alle Orders kopiert. Auf der anderen Seite kann der Kopierer nur an eine TWS oder ein Gateway verbinden. Dahinter kann allerdings ein sogenanntes Financial Advisor Konto stecken oder ein Family Account. Das heißt, mit solchen Konten könnt ihr mehrere Subkonten verwalten und handeln. Und das nennt man eben Allocation oder Allokation. Und diese Allokation wird vollständig unterstützt von dem Kopierer. Und sie wird per MetaTrader-Instanz gesetzt. Und zwar hier in der unteren linken Ecke. Hier definiert ihr, was für ein Allokationstyp es ist. Also entweder Single Account, Group oder Profile. Dann den Name der Allokation. Der muss natürlich hier in der TWS existieren. Die Allokation in einem Financial Advisor Account setzt man hier unter Account und dann Advisor Setup und hier kann man die also erstellen. Hier oben gehen wir zum Beispiel mal auf Groups und ihr seht, ich habe hier drei Gruppen erstellt. Jetzt editiere ich die mal und wir sehen hier, dass in dieser Gruppe G1 sind zwei Subkonten zugeordnet und wenn ich jetzt also G1 wähle, hier unten, dann werden nur diese Konten entsprechend der Allokation bedient, die hier unter G1 praktisch gelistet sind. Also 529 und 530 und das kann man ja mal ganz kurz checken.
indem ich jetzt einfach eine Order setze bei ein Lot. So, dann wurde die hier eben entsprechend, achso, das war nicht ein Lot, sondern 0,01 Lot. Ja, ganz kurze Bemerkung zwischendurch. Auf Interactive Brokers Seite müsst ihr aufpassen, dass ihr über den Minimums für die entsprechende Order Size für den entsprechenden Kontrakt bleibt. Also gerade bei Forex, wenn ihr da drunter seid, also das ist in aller Regel 20.000 Dollar US-Dollar Äquivalent, dann kann es sein, dass eine solche Order bei IB einen Delay hat, also lange Zeit nicht ausgeführt wird. Das sind sogenannte Odd-Lot Orders. Also entweder verzögernd ausgeführt wird oder gar nicht. Und das solltet ihr natürlich vermeiden. Zumal sich der Kopierer auch so richtig erst mit größeren Order Sizes, so ab 10.000, 20.000 lohnt. Da spart ihr eben richtig Geld. Wie gesagt, auf Interactive Brokers Seite werdet ihr ja kommissioniert. Und für Vorratskontrakte zum Beispiel alle 100.000 zahlt ihr, alle angebrochenen 100.000 zahlt ihr 2 Dollar. Und es lohnt sich also, den Kopierer zu verwenden. Er kann richtig Geld sparen, wenn man von MetaTrader zu IB wechseln will, aber auf MetaTrader-Funktionalität nicht verzichten, kann der richtig Geld sparen. Und in aller Regel mehr, als er kostet. So, jetzt haben wir hier auf einen Lot eingestellt. Jetzt mache ich das nochmal. Ach, das ist von dem alten Account noch übrig geblieben. So, also Buy Order. Und jetzt haben wir hier 100.000 K ausgeführt und jetzt schauen wir uns die mal an. Und jetzt sehen wir hier 41.462 für das Account 530 und jetzt wechseln wir mal auf das Account 529, das ist ja das andere in der Gruppe und da haben wir 58.000. Ja, warum ist das mehr? Das heißt, die Order von 100.000 K wurde entsprechend des Net Liquidation Values in den beiden Subkonten verteilt. Das soll also praktisch entsprechend der Kaufkraft oder der Balance, sage ich mal, wird eben die Order Size durch eine solche Allokation, also die nennt sich Net Liquidation, entsprechend verteilt. Es gibt auch noch andere Methoden, wie zum Beispiel Variable Equity, Percentage Change und so weiter. Da müsst ihr euch dann, wenn ihr solche Konten habt, eben erkundigen, welche die beste für euch ist. Wichtig ist, sie wird auf jeden Fall vom Kopierer unterstützt. Jetzt noch ein letztes Wort zu den Kosten. Ein jährliches Abonnement kostet 129 Euro plus Mehrwertsteuer für ein Interactive Brokers Account. Hier in diesem Beispiel wären es dreimal 129 Euro, weil es hier drei Konten gibt. Denn theoretisch könnt ihr denn natürlich alle traden. Wie gesagt, wer von der MetaTrader-Seite kommt, der kann sehr viel Geld mit dem Kopierer sparen, wenn er zu IB wechselt. IB ist ein transparenter Broker, schon sehr lange am Markt, kein Dealing-Desk dazwischen. Und wie ihr sehen könnt, sind auch die Ausführungen ziemlich schnell und direkt. Ihr müsst nichts programmieren, ihr müsst nichts tun und dadurch ist die ganze Sache ziemlich komfortabel. Es gibt auch eine Testversion, die ihr euch kaufen könnt, 10 Tage für 10 Euro pro Account. Und ansonsten gibt es noch Subscriptions über einen Monat, drei Monate, sechs Monate und dann eben jährlich.